Kennst du diese erstaunlichen Bräuche der antiken Kulturen? In Griechenland waren die Orakel sehr beliebt. Die Priesterin des Orakels von Delphi, die Pythia genannt wurde, inhalierte heilige Dämpfe, um göttliche Ratschläge zu geben. Die Kinder der Maya, insbesondere der Oberschicht, unterzogen sich Augenoperationen, bei denen kleine Stücke aus Gold in ihre Augen eingefügt wurden, um göttlich auszusehen. Bei den Spartiaten entschied ein Ältestenrat über das Schicksal der Neugeborenen. War das Kind schwach oder krank, wurde es ausgesetzt, andernfalls ging es direkt in die Agoge, um eine Kampfmaschine zu werden. Die Kelten waren bekannt für ihre Kopfjagd. Da sie glaubten, dass die Seele im Kopf wohnte, schnitten sie die Köpfe der Feinde ab. Die Skythen, Reiter aus der eurasischen Steppe, tranken sogar aus den Schädeln ihrer besiegten Feinde, die oft vergoldet und als Statussymbol verwendet wurden.